Esperanzas. Good evening. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum vierten Vortrag in unserer Reihe Bauhaus 100 – Vermächtnisse der Moderne, einer Kooperation zwischen dem Niarchos Kulturzentrum und dem Goethe-Institut Athen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen meiner Kollegin vom Goethe-Institut nochmal sehr herzlich bei unseren Partnern bedanken, vom Niarchos-Zentrum für die gute Zusammenarbeit, die wir auch sicherlich weiter fortsetzen werden. Heute freue ich mich, Ihnen unseren Vortragsgast aus Deutschland vorzustellen, Professor Dr. Ines Weizmann. Sie ist Direktorin am Bauhaus-Institut, Direktorin des Bauhaus-Instituts für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung. Sie ist Professorin für Architekturtheorie an der Bauhaus-Universität Weimar und Gründungsdirektorin des Center for Documentary Architecture. Im vergangenen Jahr hat Ines Weizmann die Ausstellung The Matter of Data, Tracing the Materiality of Bauhaus Modernism kuratiert, die im Bauhausmuseum Weimar und im Liebighaus in Tel Aviv gezeigt wurde. Seit 2019 ist sie auch Mitglied im Beirat Bildende Kunst des Goethe-Instituts. Der Titel ihres Vortrags lautet Dust and Data, also Staub und Daten, Spuren des Bauhaus in 100 Jahren. Sie wird uns einen Aspekt des Bauhaus näher bringen, den wir bisher hier in der Reihe und ich denke auch sonst im Bauhausjubiläum nur am Rande wahrgenommen haben, nämlich die Materialität der Bauhausarchitektur. Und die Materialität von Gebäuden, an der Materialität von Gebäuden lässt sich erkennen, wie historische und politische Kräfte wirken. Dazu wird sie uns gleich ausführlicher berichten. Nur noch ganz kurz etwas Näheres. Dust beschreibt neue Ansätze zur materiellen Analyse von Gegenständen und Ruinen und Data neue Ansätze zur Verarbeitung der Menge an Informationen, die sich im Laufe der Jahre zu einem Thema angesammelt haben. Dokumentararchitektur ist auch ein Begriff, da werden wir heute sicher noch mehr drüber lernen. Wir sehen, wenn man diesen materiellen Zugang wählt, den Ines Weizmann wählt, sehen wir die Geschichte des Bauhaus als ein verflochtenes Problem. Dort mischen sich die Geschichtsschreibungen des Bauhaus und die Erzählung einer globalen Architekturgeschichte der Moderne, zu der das Bauhaus und seine Geschichte gehören. Die Geschichte des Bauhaus ist eine Geschichte der Migration. Das hat das Goethe-Institut im letzten Jahr mit zwei Ausstellungen gezeigt. Einmal Bauhaus Imaginista, die wir bei uns in unserem Institut gezeigt haben, und dann die Ausstellung, die wir dem Architekten Johannes Despotopoulos gewidmet haben mit dem Titel Vom Gebäude zur Gemeinschaft und die wir im Oseon Asinon gezeigt haben. Dort war der Migrationsaspekt des Bauhaus in vielerlei Hinsicht sehr sichtbar. Bevor ich Ines Weizmann jetzt auf die Bühne bitte, möchte ich Sie noch hinweisen auf den kommenden Vortrag. Der findet am 12. Februar statt. Und wir erwarten Professor Stiliani Lefaki, die uns über die Lehren des Bauhaus und die Verwaltung des architektonischen Erbes etwas erzählen wird. Vielen Dank und Ines Weizmann, herzlich willkommen in Athen. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Peter. Vielen Dank dem Goethe-Institut, auch der Einladung oder wunderbaren Organisation von Frau Sartori. Und ich freue mich sehr, im Niarchos Center hier zu sein und hoffe, dass
dieser Abend, diesem Programm auch, dass es auch passt in das, was Sie sich vorgestellt haben zur Geschichte des Bauhauses. Es ist toll, dass wir das im Jahr 2020 gleich wieder beginnen, dass es also nicht 2019 aufgehört hat mit dem Jubiläumsjahr, sondern dass es tatsächlich weitergeht, denn das macht ja auch historisch Sinn. Wir haben ja 2019 nur das Gründungsjahr gefeiert und da ist schon so viel passiert und so viel, es ist so eine komplizierte Geschichte, sich allein das Gründungsjahr anzusehen, aber es macht ja Sinn, jetzt eigentlich jedes Jahr wieder zurückzublicken auf diese Geschichte dieser Schule, aber sie auch, ich glaube, es kommt auch mit neuen Aufgaben für uns zusammen. Es kann nicht nur die Geschichte des Bauhauses erzählt werden, es muss auch dieses besondere Jahr 2019, ich muss sagen, ich habe an der Bauhaus-Universität, lehre ich, und es war ein sehr intensives, stressiges Jahr zu dieser Bauhaus-Geschichte. Und ich freue mich eigentlich, dass wir jetzt nochmal die Chance haben, uns zu verbinden mit anderen Schulen. Und vielleicht uns nochmal darauf besinnen, und das möchte ich heute versuchen, Ihnen nochmal vorzustellen, vielleicht darauf besinnen, wie wir diese 100 Jahre dieser Schule verstehen können und wieso gerade jetzt 2019 dieses Jahr so gefeiert wurde und wie wir das sozusagen in einem Stück Weltgeschichte auch lesen und nicht allein nur auf die Geschichte einzelner Protagonisten oder gar Objekte, wie zum Beispiel so einem Bauhausstuhl, so einem Direktorenstuhl oder Sessel aus dem Direktorenzimmer vom Walter Gropius. Ich werde beide Sachen tun. Ich möchte Sie ein bisschen in die Geschichte der 100 Jahre zum Bauhaus einführen, und zum anderen habe ich dieses dicke Buch hier bei mir. Das ist also sozusagen das Resultat der letzten Jahre, die wir in Weimar an der Bauhaus-Universität recherchiert haben, zur Bauhaus-Geschichte, und ich habe eine Aufsatzsammlung zusammengestellt, in der ich versuche, diese 100 Jahre zu fassen, und ich werde Ihnen etwas davon erzählen im Folgenden. Also zum einen interessiert mich die Frage, wie wir uns überhaupt mit den Dingen, mit den geschichtlichen Objekten, den Dokumenten beschäftigen. Wir haben also alte Fotos, wir denken an 100 Jahre alte Überlieferungen, die aber auch in ihrer eigenen Verfallszeit existieren. Sie verfallen in Staub, sie verschwinden, sie sind verloren gegangen, aber sie haben auch neue Interpretationen erhalten. Es wurden Geschichten über sie geschrieben, und sehr oft sehen wir, dass Historiker und Historikerinnen diese Geschichten auch immer wieder revidieren müssen. Es gibt immer wieder mit neuen Funden, wird ein Objekt der Geschichte auch neu eingeordnet. Das Bauhaus ist so eine Sache. Es ist eigentlich eine Geschichte einer Schule, die sehr ambitioniert begonnen hat, die aber dann über die Jahre der Nationalsozialisten 1933 sozusagen vertrieben wurde. Die Schule wurde geschlossen, und es war ein sehr schweres Erbe für das Nachkriegsdeutschland, aber ich glaube auch die internationale Geschichte der Moderne, eine Geschichte dieser Schule in so einem großen Maß und Ausmaß zu erzählen, wie wir das in diesem letzten Jahr tun konnten. Und diese Geschichte interessiert mich. Das nochmal vielleicht als Rahmenfragestellung, was ist alles in diesen 100 Jahren geschehen? Also wir könnten zurückgehen auf diese Geschichte der Schule, die zum einen, also die hat einen ganz konkreten Ort. Ich erzähle das immer ganz gerne. Ich habe 2016 eine Konferenz, das Bauhaus-Kolloquium in Weimar gehabt.
und habe internationale Gäste eingeladen. Und viele von den Gästen sind natürlich alle nach Weimar gekommen, aber zwei Gäste sind nach Dessau gefahren, weil sie sich gar nicht mit dem Ort Weimar die Vorstellung war eher, dass das Barhaus in Dessau steht. Und wir haben natürlich, wie Sie vielleicht in den anderen Vorträgen oder sicher wissen, wir hatten ein Barhaus in Weimar von 1919, bis es geschlossen wurde, weil es eine konservative Regierung gab. Die musste 1925, die Schule wurde dann geschlossen und bewegte sich weiter nach Dessau. Und auch dort gab es wieder politische Schwierigkeiten. Es gab keine finanzielle Förderung mehr. Und 1932 ging die Schule dann nach Berlin, wo es noch einmal bis 1933 versuchte zu existieren. Dabei gab es drei Bauhausdirektoren, den Walter Gropius in der Zeit in Weimar bis 1928 in Dessau, dann Hannes Meyer, den etwas weniger, aber umso wichtigeren Bauhausdirektor, der 1930 das Bauhaus auch verlassen musste und dann in die Sowjetunion ging. Und dann Mies van der Rohe, der noch die letzten Jahre versucht hat, das Bauhaus in Dessau und in Berlin wiederzubeleben. Also es ist schon mal eine für diese Institution, die in Deutschland existierte, eine schwierige Geschichte, sie vom Ort her zu fassen. Und dann beginnt natürlich ab 1933 eine Exilgeschichte. Wir haben mit der Gründung vom Bauhaus 1919 unter Walter Gropius ein Gebäudeensemble, das es überhaupt ermöglichte, dass dieses Bauhaus entstehen konnte. Dass es eine Schule gab, die überhaupt Grundlagen hatte. Zum einen gab es eine Schule, das war eine Kunstgewerbeschule, gebaut von Henry van de Velde, und eine Schule, die er auch als Direktor leitete, die er aber verlassen musste, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Und er als Belgier, Henry van de Velde war Belgier, und wurde damit ein Kriegsfeind für Deutschland und musste seine Position verlassen. Und damit wurde auch die Schule erstmal stillgelegt und nicht genutzt. Und dann gab es die Kunstschule, die eine sehr lange Tradition auch bereits in Weimar hatte und sehr bekannt war, die aber die Gropius dann letztlich zusammenlegte 1919. Das war sozusagen sein Beginn. Und ich möchte Sie gerne in dieses Gebäude, diesen anderen Bau vom Henry van de Velde mitnehmen. Beide Gebäude, also das ganze Gebäudeensemble ist heute Gebäude der Bauhaus-Universität. Und ich nehme Sie mal kurz mit in unseren schönen Eingang, falls Sie noch nicht in Weimar waren. Aber dort würden Sie sicher hineingeführt werden. Wir kommen also zum Treppenaufgang. Unten steht noch eine Skulptur von einer Rodin-Ausstellung, die skandalös war am Anfang des Jahrhunderts in Weimar, die aber dort verblieben ist und die wir als Studenten immer sehr gern hatten und die auch wichtig ist für diesen Raum. Und man kommt in diesen fantastischen Treppenaufgang hinauf, und auf der anderen Seite läuft man eine andere Treppe hinunter, und das ist die Treppe, die 1923 mit der ersten internationalen Bauhausausstellung am Bauhaus gezeigt wurde. Und diese Treppe zeigt eigentlich sehr schön, oder dieses Gemälde, wie sich das Bauhaus in dieses Gebäude eingefügt hat. Also es wurden keine Wände abgerissen, es wurde nichts zerstört, sondern eigentlich wurden nur die Wände erstmal gestrichen mit diesen charakteristischen Bauhaus-Figuren, dem gelben Dreieck hier, dem roten Quadrat und dem
blauen Kreis. Das verweist uns natürlich, das ist also unser Nebentreppenhaus von Herbert Bayer, wurde dieses Wandgemälde dort angebracht. Zeigt eigentlich sehr schön, wie sich diese beiden Schulen vertrugen. Sie wissen sicher, dass die Bauhaus Meister unter Gropius versuchten, eine Art ein pädagogisches System aufzubauen, dass man sich mit diesen elementaren Grundfiguren auseinandersetzte, dass man versuchte, eine Theorie zu entwickeln, eine Kunsttheorie, aber auch etwas, was sich weitergeben ließ. Etwas, was eben nicht total verkopft ist und dem Talent, das Talent bedurfte, sondern es ging darum, auch eine Wissenschaftlichkeit in die Kunst zu bekommen. Und dafür wurden unglaublich viele Recherchen angestellt, es wurde skizziert, es wurden Notizbücher angefertigt in den jeweiligen Klassen, um eine Art Kunsttheorie, wie man eine neue Gesellschaft, eine neue Kunst und neue Architektur schaffen kann, erstellt. Wir sehen also auch, dass das Bauhaus gar nicht so bei Null angefangen hat. Das ist in einem Kapitel auch im Buch beschrieben. Es ist natürlich auch so ein 1919 ist relativ spät, auch schon für die bekannte Reformbewegungen, pädagogische Experimente, die bereits in Deutschland und international stattgefunden haben. Und trotzdem war dieses Bauhaus unter Gropius etwas Besonderes. Er hat berühmterweise, Sie kennen sicher diese Zeichnung, diese Lithografie von Feininger, in der er eigentlich das Bild der Kathedrale des Sozialismus, sagt man später, aber es ist eigentlich eine aus den Studien Feiningers zu Kristallen und zu Kirchen entstanden. Also es sollte so eine Art Bauhütte geben, ein Kollektiv von Studien und Meistern und Studenten, die sich in den verschiedenen Gewerken mit den verschiedensten Materialien auskannten und die sozusagen hierarchisch sich die Grundlagen legten, um letztlich als Architekten wirken zu können. Also im Zentrum des Diagramms, es gibt also diese Vorlehre, Studien, die dann in späteren Jahren in die einzelnen speziellen Techniken bzw. Materialien einführen. Und am Ende des Studiums, so ungefähr nach 5 Jahren, konnte man sozusagen als Architekt arbeiten. Der Bau, die Architektur stand am Ende dieser Hierarchie. Weimar konnte diese Zeit eigentlich, wenn man das so chronologisch liest, gar nicht erreichen, weil die Schule 1925 schließen musste. Es ist aber interessant, sowohl bevor die Schule begann, also aus diesen Werkstätten von Henry van de Velde und der Kunstschule gab es eigentlich Werkstätten. Es gab die Bildhauerwerkstätten, es gab Metallwerkstätten, die natürlich das Bauhaus mit übernehmen konnte. Und wir müssten uns jetzt eigentlich nochmal rekonstruieren, was denn eigentlich da war. Denn uns ist doch dieses, sehr viel überliefert worden, was bereits rekonstruiert ist. Also wir gehen immer zurück zu diesem originalen Bild des Sessels, der zum Beispiel hier für die Bauausstellung in 1923 hat Gropius in Auftrag gegeben, einen Raum zu gestalten, der die verschiedenen Gewerke und Entwürfe der Studierenden
bereits vorstellt. Also Sie sehen eine Art Gesamtkunstwerk im Innenraum. Also die Farben sind bereits miteinander abgestimmt. Der Teppich, der Bezug für den Sessel, die Lampen. Das ist also dieser Raum, das wurde später es war ein Modellraum, ein Musterraum für diese Ausstellung, um zu zeigen, was sozusagen die Schule bis dahin produziert hatte. Und diese Ausstellung war auch publiziert bereits früh in den Bauhausbüchern und sogar wurde ihm eine Farblichkeit gegeben. Diese Farblichkeit finde ich ganz spannend. Das ist natürlich auch 1925 mit der Publikation war es sicher sehr aufwendig, eine Farbversion einer Fotografie zu haben. Und also wollte man auch diese Farben so haben. Und sie entsprachen sicher auch dem Original. Doch die Rekonstruktion 1999 ist viel greller angelegt. Es sind Farben, die uns ungewöhnlich erscheinen. Und wir merken, dass wir eigentlich uns immer in diesem, dass wir uns entfernen von dem Original und wir neue Techniken immer wieder benötigen, um uns mit dieser langen Perspektive der Geschichte zu beschäftigen, um letztlich zu rekonstruieren, wie es denn wirklich aussah und welche Farbschichten auf dieser Geschichte lagen. Wir haben in Weimar, vielleicht, das gibt es bei vielen Architekturschulen, gibt es so eine Übung gleich am Anfang des Jahres, an denen man durch das Gebäude geht und skizziert. Viele Studenten machen so eine Art Frottage, so ein Ruppeln mit dem Bleistift auf Papier und sie übernehmen damit die Struktur vielleicht des Parketts, des Holzfußbodens oder von bestimmten Stellen. Und ich bin einen Tag einmal die Treppe hinuntergelaufen, diese Treppe hier im Bauhausgebäude. Und ein Student ruppelte ganz aggressiv an diesem Blau und wollte an diesem Übergang etwas feststellen oder dokumentieren. Und in diesem Moment ist etwas von der Farbe abgebrochen. Etwas, was ein ziemlich unangenehmer Moment war. Das war ein ganz, ganz kleines Stückchen. Aber die Faszination herauszufinden, was denn unter diesen Farbschichten lag, stand zwischen uns. Und tatsächlich kann man diese Farbschichten heutzutage in so mikroskopische Untersuchungen bringen und wir können die Geschichte letztlich durch neue Messtechniken erkunden. 1980 gab es eine Renovierung desselben Treppenhauses, das sah so aus, da wurde erst einmal, wurde diese Wand erst mal freigelegt, das erste Mal, denn in den Nachfolgeinstitutionen, nachdem das Bauhaus in das Weimar verlassen hat, wurde diese Wand überstrichen, selbst das rote Dreieck, das rote Quadrat, das gelbe Dreieck in den oberen Geschossen. All das musste wieder freigelegt werden, bis 1980. Warum hat man 1980 erst diese Figuren freigelegt? Weimar ist in der ehemaligen DDR und es ist interessant, sozusagen die Rehabilitation der Moderne an diesem speziellen Ort zu betrachten. In einer der Aufsätze im Buch gibt es einen Aufsatz von Herrn Norbert Korek, ist unser Bauhaus-Experte in Weimar an der Bauhaus-Universität. Und er hat seit Jahren eine Sammlung von Postkarten erstellt und interessierte sich dabei für die Postkarten, die 1919 aus demselben Gebäude, von Henry van de Velde, geschickt worden. Und zwar gab es noch 1919, als Gropius eigentlich seine neue Schule beginnen wollte, war im Haus noch ein Kriegslazarett. Dieses Lazarett war also in den oberen Geschossen. Er
Norbert Korrig hat hier Postkarten gefunden und auch versucht zu recherchieren, wie Gropius tatsächlich auch etwas bestürzt darüber war, dass er also nicht alle Räume nutzen konnte für seine Studierenden und für seine Lehrer. Und man muss sich das vorstellen, dass also in den oberen Räumen doch immer Schmerzen gehört wurden oder medizinisches Gerät, während dort unten schon neue Studenten ankamen, um miteinander zu arbeiten. Man sieht auch noch in dem Hintergrund, sieht man noch die Bilder der Kunstschule. Es gibt so eine, 1919 ist natürlich auch der Moment des Ende des Ersten Weltkrieges und die Studierenden selbst kommen mit einem gewissen Enthusiasmus in die Schule, aber gleichzeitig müssen sie auch etwas verarbeiten, ihre Erfahrungen aus dem Krieg. Sie sind ja junge Leute, die teilweise entweder im Feld waren, gedient haben in der Armee, die verletzt wurden, zum Beispiel Laszlo Moholy-Nagy hatte eine Verletzung an der Hand, Paul Klee hatte in der bayerischen Armee Camouflage-Bilder angefertigt. Also sie brachten etwas aus dieser Erfahrung dieses Krieges mit sich in diese Schule. Und insofern verwundert es auch nicht, wenn einige der frühen Entwürfe tatsächlich etwas aus diesem von der Ästhetik der Kriegsgerätschaften haben. Das ist etwas, was mich auch in diesem Buch fasziniert hat, sozusagen diesen Übergang zwischen diesem Trauma des Krieges in eine Schule, in der man vielleicht auch oder ja die Studierenden vielleicht auch so eine Art Ruhe finden wollten, ein Residium, in dem sie wieder neu sich erfinden konnten. Also diese zwei Kräfte sind spannend am Buch und ich werde versuchen, sie am Ende noch einmal zu betrachten. Die andere Faszination mit dem Staub ist natürlich, dass die Moderne nie, sozusagen die Theoretiker der Moderne sich gar nicht vorstellen konnten, dass die Moderne jemals altern könnte. Es ging eigentlich darum, staubfrei zu bleiben, so weiß wie möglich oder hell und hygienisch wie möglich. Zum Beispiel hier im Haus am Horn, ein anderes Versuchshaus in Weimar. Es gibt kein einziges Bild, also Bilderrahmen wurden auch vermieden, denn an diesem Rahmen könnte sich ja Staub festsetzen. Und dieses Haus am Horn ist eigentlich das einzige Architekturobjekt des Bauhauses in Weimar, ein Versuchsbau, der eigentlich zu einer Siedlung führen sollte, aber der eben erstmalig auch die Arbeiten der Studierenden zusammenbringen konnte. 1919 ist auch interessant, das führt uns auch in diese Frage, warum wir 1919 das Bauhaus so international gefeiert haben. Es ist das Jahr der Parlamentarier, die nach Weimar kommen und die Verfassung der sogenannten Weimarer Republik verfassen. Und es ist eigentlich interessant, wenn man sich das vorstellt, Weimar in diesem Trubel sich vorzustellen. Also es gab wohl einen extra Zug, eine Zugverbindung zwischen Berlin und Weimar, sodass man aus Berlin in Weimar regelmäßig anreisen konnte. Es gab eine Flugverbindung sogar nach Weimar. Gropius soll wohl die ersten Monate per Flugzeug eingereist sein. Und diese beiden Gruppierungen, also die ersten Studenten, die kamen und die Parlamentarier, das muss eine faszinierende Zeit in Weimar gewesen sein. Davon gibt es relativ wenig Geschichten, aber man muss es sich trotzdem verorten, dass das eben wirklich in Weimar stattgefunden hat. Wenn wir heute über die Bauhausgeschichte oder von Bauhausinstitutionen nachdenken, kann es sein, und deswegen will ich das kurz Ihnen mal noch
vielleicht kartieren. Es kann sein, dass sie sich, dass es etwas disorientierend ist, warum es so viele Institutionen gibt. Also wir haben in Weimar die Bauhaus-Universität, das ist sozusagen, wir wohnen in diesem, also wir bespielen diese Räume des historischen Bauhauses, sind aber ansonsten eigentlich eine pädagogische Institution und keine Kulturinstitution. Deswegen wurde in Weimar, es gab bereits ein Bauhausmuseum, aber es wurde ein größeres Bauhausmuseum gebaut. Wenn Sie also als Gast nach Weimar kommen, würden Sie wahrscheinlich die Bauhaus-Universität besuchen und das Bauhausmuseum. Und in Dessau haben wir das berühmte Gebäude, das 1926 von Gropius gebaut wurde, um seine Schule dort zu beherbergen. Diese Schule sollte auch einen neuen Bau bekommen. Und wir haben also ein Bauhausmuseum auch in Dessau hinzubekommen 2019. Und dazu kommt ein drittes Gebäude, eine Institution, die wichtig ist. Das ist das Bauhaus Archiv in Berlin, das auch einen Wettbewerb gewonnen hat, also für Volker Stab Architekten, die dieses Gebäude wird, ich glaube, nächstes Jahr eröffnet werden. Die beiden oberen, also das Weimar und Dessau, sind Institutionen, die in der ehemaligen DDR lagen und liegen immer noch. Das Bauhaus-Archiv in Berlin geht eigentlich aus einer Sammlung hervor, die in Westdeutschland unter Hans-Maria Wingler angelegt wurde und in West-Berlin existierte. Also wir sehen an diesen Institutionen schon einmal etwas von der geteilten Geschichte des Bauhauses und es wird vielleicht umso spannender, sich das nochmal detailliert anzusehen, wann denn das Bauhaus eigentlich so langsam wieder in unser Bewusstsein gekommen ist. Also dieses Gebäude, es sah im Plan noch etwas milder aus als so in diesen Pastellfarben. Inzwischen ist es ein ziemlich gewaltiger Bau geworden, der also im April letzten Jahres eröffnet wurde. Wir hatten auch die Chance, ich werde Ihnen später ein paar Bilder von der Ausstellung zeigen. Wir hatten die Chance, dort eine Ausstellung des Center for Documentary Architecture zu zeigen. Es liegt aber sehr brisant auch in der Topografie von Weimar. Dieses Quartier wurde auch als Topografie der Moderne bezeichnet, denn es ist ein schwieriges Feld in Weimar. Man hat sich entschieden, es nicht in die Nähe der Universität zu stellen, dieses Bauhausmuseum, sondern in die Nähe des Gauforums. Das ist also ziemlich nah am Bahnhof, wenn man also nach Weimar hineinkommt. Und dieses Gauforum ist also ein Gebäude der Nationalsozialisten. Und insofern hat man gewagt, diesen Kontrast der Moderne mit dem eigentlich wahrscheinlich dem Horror auf der anderen Seite der Moderne zusammenzulesen. Also es ist ein schwieriges Gelände und es ist eine Herausforderung, denke ich, auch für die nächsten Jahre dort dieses Haus in diesem Umfeld zu denken. Ich möchte Ihnen das aber trotzdem etwas im Kontext zeigen. Und das Bauhaus in Dessau, ein spannendes Gebäude, das also auch seine eigene Zeit durchleben musste, sein eigenes Nachleben, bis es wieder so schön renoviert wurde, wie es jetzt hier steht. Und ja, wie ich schon gesagt habe, dieses Museum existiert bereits und wir haben also für das Bauhausarchiv eine neue Figur. Dieses Bauhaus-Archiv unter Hans-Maria Wingler ist sehr spannend, weil er bereits in den 50ern versucht hat, mit Gropius in Boston Kontakt aufzunehmen. Er war dort, er hat sich
mit ihm ausgetauscht und hat es geschafft, seine Idee dort zu entwickeln, ein Archiv zu Bauhäuslern und den Nachlässen und Dokumenten zusammenzustellen. Das ist eine gar nicht so einfache Aufgabe gewesen in der Nachkriegszeit, aber 1950 hat er ungefähr damit begonnen, über eine Promotion und hat sich dann diese Sammlung für Darmstadt in Deutschland zusammengestellt und dann wurde dieses Darmstädter Archiv nach West-Berlin verlegt. Ich möchte kurz auf einen Antrag verweisen, den Hans-Maria Wingler 1963 formuliert hat, die er nannte die jüdische Komponente des Bauhauses. Damit hat er ist etwas erstaunt, wenn wir das in den Archiven heute finden. Es muss ein Forschungsantrag gewesen sein. Wir wissen nicht genau, ob er jemals eingereicht wurde oder nicht. Jedenfalls ist er nicht genehmigt worden, denn sonst hätte man davon gehört. Die Frage, die jüdische Komponente des Bauhauses, war eigentlich 1963 ein ziemlich provokanter Titel, denn Deutschland hatte noch seine eigenen Schwierigkeiten mit dem neu aufkommenden Antisemitismus. Und die Bezeichnung, die jüdische Komponente am Bauhaus, ist auch etwas, was vielleicht dem Gedanken von Gropius und Gedanken der Schule gar nicht so entspricht. Denn es ging eigentlich eher darum, alle einzuschließen, Frauen, Männer, alle Religionen und jetzt sozusagen diese jüdischen Mitstreiter des Bauhauses herauszulesen, ist auf einige Kritikerohren gestoßen und anscheinend hat es ja auch nicht diese Förderung bekommen. Dieser Briefwechsel hat uns aber geholfen bei einer Recherche zu Bauhäuslern, denn wir wollen es heute wissen, gerade im Zusammenhang, wenn wir also ich werde gleich auf Bauhaus in Palästina oder in, wie es jetzt gerade im Jubiläum zelebriert wurde, in Tel Aviv sprechen. Da ist es nämlich wichtig, mal rauszufinden, wer waren denn eigentlich die Bauhäusler, die nach Palästina gingen. Wir haben diesen Brief dann gemeinsam mit Ita Heinze Greenberg, einer Historikerin zur Moderne und zum Bauhaus besprochen und sie hat in den 80ern, und das ist eben auch so unsere Arbeit meiner Generation jetzt, dass wir natürlich keine Bauhäusler mehr finden können, aber wir finden noch Leute, die sich noch mit Bauhäuslern auseinandersetzen konnten, die wie Ita Heinze Greenberg diesen Antrag von Hans-Maria Wingler ernst genommen hat und selbst ihre Forschung zu Bauhäuslern unternommen hat und versucht hat, sie noch in Israel zu treffen oder weltweit. Und sie hatte einen Katalog zusammengestellt, den wir online auch als ein Online-Archiv vorgestellt haben. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit diesen Bauhausgeschichten der einzelnen Figuren, die vielleicht auch weniger bekannt sind, die aber dazu verhelfen, dass das Netzwerk von Studierenden und Bekannten und Freundeskreisen von Studierenden zu rekonstruieren. Das war also eine Aufgabe, der wir uns intensiv gestellt haben und die jetzt auch, für die ich leider keine Zeit habe, sie an vielleicht ein oder zwei Fällen vorzustellen. Aber es ist die Geschichte von Protagonisten, die die Flucht teilweise nicht überlebt haben, die in Konzentrationslagern umgekommen sind oder deren Spuren völlig im Sand verlaufen und wir von ihnen nicht viel wissen. Und von anderen wissen wir, dass sie angekommen sind, aber wir haben dazu noch keine Geschichte geschrieben. Also das sozusagen sind diese Ausläufer, die natürlich zum Bauhaus gehören. Und genauso wie wir eine berühmte
Teekanne von Marianne Brandt bewundern, so müssen wir uns, oder diesen Sessel, müssen wir uns eben auch mit diesen Figuren beschäftigen, die diese Geschichten erzählen. Und teilweise müssen wir sie eben aus, mit neuen Methoden erfassen. Also wir haben diesen Übergang von der Originalgeschichte, und dann haben wir das Problem, dass wir die Dinge versuchen wollen zu fassen. Also dieses Diagramm, das ich eben gezeigt habe, das ist ein unglaublich komplexes Diagramm, und wir brauchen eigentlich irgendwie eine digitale Hilfe, um Geschichten zu erzählen oder eine Art, ein Archiv zu erstellen. Da will ich später hin. Also wir haben einen Vorschlag für ein solches Archiv gestellt, sozusagen so eine Geografie der Moderne zu erkunden. Im Buch ist es mir wichtig, eine Geschichte zur Rezeption des Bauhauses in der DDR vorzustellen. Etwas, was sehr langsam erst angeschoben wurde, 1951, sozusagen mit dem Nachhall der stalinistischen Zeit, konnte man sich langsam wieder eher, also nicht offiziell, aber erst sehr, sehr langsam wieder mit dem Bauhaus beschäftigen. Und das ist eine sehr schmerzhafte Geschichte, denn Professoren oder ehemalige Studenten konnten sie nicht einfach so erzählen. Man musste sich sozusagen durch die, bis ungefähr 1976, durch die politischen oder die politische Topografie hindurch hangeln. Dabei, also die Dessauer Geschichte, also zum einen, also ist schwierig zu erzählen, denn wir haben jetzt natürlich genau das, was die Sache so schwierig macht. Zum einen gibt es eine Nachgeschichte in Weimar. Es gibt also, nachdem das Bauhaus in Weimar auszieht, nach Dessau geht, in dem Moment gibt es auch eine Nachfolgeschule unter Otto Bartning, der eine Schule leitet bis 1930, die sozialdemokratisch modern ist und vielleicht nicht dem Bauhaus so sehr verpflichtet, der aber auch dann 1930 unter dem Rechtsdruck die Schule schließen muss. Und danach wird eine Schule eröffnet unter Paul Schulze-Naumburg, der wiederum sehr nationalsozialistisch ist. Und das ist also eine ganz schwierige Geschichte, für die DDR auch keine Kraft hat, keine politische oder argumentative Kraft hat, sich damit zu beschäftigen. Denn sie braucht ja ihr eigenes Monopol der Geschichten. Die Nachgeschichte zu Dessau ist genauso schwierig. Auch hier gab es dieses wunderbare Bild von Gertrud Arndt, die Otti Berger fotografiert, die so sehr traurig auf die noch in der Kantine sitzt, das ist also wenige Stunden, bevor sie aus dem Haus gehen müssen. Otti Berger wird es auch nicht überleben. Sie stirbt im Konzentrationslager in Auschwitz. Das Bauhaus selbst wird genutzt von Nationalsozialisten. Sie sehen die Flagge, es wird auch heftig zerstört. In der Nähe liegen die Flugzeuganlagen der Junkers-Fabriken, und damit ist Dessau natürlich auch ein Punkt, der sehr stark attackiert wird. Der Auszug der Meister aus diesen Meisterhäusern geht dann auch mit der Zerstörung einiger dieser Häuser entlang. Die DDR wiederum baut neue Häuser in der Gegend und hat natürlich mit der Moderne, das, was dort mal entwickelt wurde, anscheinend nicht viel am Hut. Ein ganz spannender Moment. Und 1961 sieht das Gebäude in Dessau so aus. Es hat also diese fantastische Glasfassade verloren. Es ist aber in einem
okay Zustand, aber es verfällt immer mehr. Bis 1976 es Professoren und Studenten der aus Weimar schaffen, so viel politische Energien in Gang zu setzen, dass dieses Haus renoviert wird. Also es ist eigentlich auch nochmal wichtig, für dass wir das vielleicht die Institutionen, die sich um das Bauhaus gekümmert haben, nochmal festzustellen, dass Weimar sich um dieses Dessauer Gebäude sehr stark bemüht hat. Es waren also Professoren, die mit Studenten dort hinfuhren, die haben Farbanalysen genommen, sie haben recherchiert zur Geschichte des Hauses, versucht, Objekte zu retten, die dem Verfall schon verwiesen waren. Und 1976 sollte dieses Haus also neu eröffnet werden. Das war jetzt mit dem staatlichen Segen möglich. Zur 50-jährigen Feier der Wiedereröffnung des Bauhauses, also des Baus 1926, als das Haus eröffnet wurde. Und wir sind eigentlich 1976 an einem spannenden Punkt. Das ist genau da, wo auch im Westen die Postmoderne zelebriert unter den Architekten, wird plötzlich dazu aufgerufen, sich daran zu erfreuen, wie herrlich marode doch die Moderne endlich ist. Die jungen Architekten freuen sich, dass solche großen Charaktere wie Le Corbusier oder Gropius, dass ihre Gebäude plötzlich eine Geschichte bekommen haben. Da ist plötzlich das große Narrativ ist weg. Und sie finden sie sogar sexy, dieser State of Decay, weckt jetzt die Ideen, sich neu mit dieser Architektur zu beschäftigen. Also es ist interessant, wie sich eigentlich beide auf beiden Seiten des Kalten Krieges sich dann doch hier an diesen verfallenen Putzschichten sich doch etwas Gemeinsames findet. Mit einer ziemlichen Hauruck-Aktion, aber doch einem ziemlich abenteuerlichen Erfolg, wird das Bauhausgebäude 1976 dann wirklich wieder eröffnet. Die Arbeiten daran verliefen innerhalb von einem Jahr. Das war eine Wahnsinnsleistung. Und 1976 wurde also das Haus in Dessau wieder eröffnet. Und wir sehen also Bernd Grönwald hier, den ganz großen Herrn rechts, der war sozusagen tongebend, dass also dieses Haus auch oder dieses Projekt in Gang geschoben werden konnte. Und er ist umringt von ehemaligen Bauhäuslern, die natürlich auch hinzukamen. Das war aber alles noch nicht, es gab noch keine Staatsraison oder keine richtige Propaganda, wie man dieses Bauhaus denn nun mit dem Sozialismus verbinden konnte. Denn die DDR hatte ein bisschen ein Problem, oder eigentlich der Ostblock hatte ein Problem, dass auch diese Geschichte vollständig zu erzählen. Zum einen waren es die kuriosen Geister am Bauhaus, die Querdenker, die experimentierten. All das passte eigentlich gar nicht so in das Bild der DDR oder groß anpreisen konnte. Dann kam hinzu, dass sehr viele jüdische Mitglieder am Bauhaus waren, und auch diese Geschichte konnte man in der DDR lange Zeit nicht offen recherchieren und erzählen. Und natürlich sind viele ins westliche Ausland gegangen, wie zum Beispiel Gropius und Mies van der Rohe, von denen man die Hälfte ihrer Lebensgeschichten kaum erzählen konnte, denn das waren natürlich amerikanische Geschichten. Und so sah das die Eröffnung dieses Gebäudes dann auch aus. Das ist also nicht die Szene, die wir aus dem Jazz-Moment von 1926 zur Eröffnung, zum Original-Eröffnungstag des Bauhauses in Dessau kennen, sondern das ist die Wiedereröffnung, wo vielleicht noch nicht ganz klar ist, in welche Musik zu spielen ist, ob wir denn tanzen oder sitzen. Und man entschied sich für
Mozart und Bach im Kulturprogramm. Also eine relativ steife Veranstaltung und gar nicht so, lustig, wie man das 1926 gefeiert hat. Also das ist eigentlich, dieses Bild zeigt es nochmal, dass es noch gar nicht so klar ist, was wir hier feiern. Also wir haben ein paar ältere Herren und Damen, die zusammenkommen und dieses Bauhaus, diese Rekonstruktion des Bauhauses in Dessau wird also auch einen Impuls geben, sich mit dem Bauhaus ganz neu auseinanderzusetzen. Denn man kann jetzt, oder das ist das erste Mal, sowohl in Ost als auch in West, dass man sozusagen die Band wieder zusammenholt. Die Einladung geht international raus. Man möchte, dass Bauhäusler aus dem Westen nach Dessau oder nach Weimar kommen. Und das wird also so eine komplizierte Sache und man hat sich so viel zu erzählen, dass dieses ein Konferenzformat entwickelt wird und man sich tatsächlich ernsthaft mit dem Bauhaus beschäftigen möchte. Und also 1976 gibt es die erste Veranstaltung zum, das sogenannte Bauhaus-Kolloquium wird das später, das also bis heute sich erhalten hat. Ich hatte 2016 die Freude, das in unserem Gebäude zu zeigen. Wir hatten das ziemlich groß angelegt über 4 Tage. Das war eigentlich schon im Wissen, dass wir 2019 dieses Jubiläumsjahr hatten, haben wir uns schon da vorbereitet, beziehungsweise auch dieses internationale Netzwerk noch einmal aufgetan. Denn 2016 lag nun 40 Jahre nach dem Beginn dieser Kolloquium. Es gab also eine Art Geschichte dieser Konferenzen, die ungefähr alle 3 bis 4 Jahre stattfanden. Und das war es mir wert, eine ganz internationale und auch verschiedene Foren zu finden, in denen wir uns über die Geschichte des Bauhauses, aber auch über Netzwerke der Moderne unterhalten haben. Und daraus ist also dieses Buch auch entstanden, das dann auch Dustin Data den Titel weitererhielt. Also zum einen wollten wir, also es war eine ziemliche Aufgabe, in diesem Flur des Hauptgebäudes ein langes Essen zu kreieren. Das war wichtig. Natürlich die Gespräche. 2019 haben wir nochmal eine Konferenz geführt, die wir wieder sehr groß angelegt haben. Aber die beiden, natürlich hatte ja beide organisiert, gehörten für mich auch dazu. Also in diesem selben Flur, in dem wir gegessen haben, gab es eine Ausstellung, die sich mit 40 Jahren dieser Konferenz beschäftigt hat. Und was wir festgestellt haben, war, dass es so eine Art, diese Konferenz selbst ist so eine Art Barometer geworden, was man sagen konnte bis 1989, bis die Mauer fiel. Was konnte man unter dem Schirm, unter diesem Label Bauhaus sagen, um politisch agieren zu können? Und das war natürlich brisant zwischen 1976 bis 1989. Ja, man kam aus Berlin angereist oder international angereist, um in Weimar eine ganz besondere Community, eine ganz besondere Gruppierung zu finden von Leuten, die zum einen vielleicht links dachten, linke westliche Akademiker und Theoretiker und Architekten, die gern nach Weimar kommen wollten und das erleben wollten und diese Gemeinschaft. Und zum anderen natürlich die Weimarer, die Studenten, die Angereisten aus den Ostblöcken, die plötzlich Kollegen aus dem Westen fanden. Und es gab also ein Gespräch, das war eine ganz wichtige Zeit bis 1989. Und es war auch angedacht, nach 1989 diese Konferenz zu unterbrechen, da nicht mehr weiterzumachen. Denn irgendwie das Politische hatte sich, war ja irgendwie ein bisschen weg. Man hatte ja eigentlich nach der Wiedervereinigung alles, was man konnte angeblich offen sprechen. Und trotzdem hat man sich aber in Weimar entschieden, diese Konferenz weiterzuführen, was ich ganz wichtig finde. Und deswegen war mir das auch wichtig, 2016 die Konferenz nochmal
auch so zu feiern und wirklich so eine Rezeptionsgeschichte des Bauhauses auch innerhalb der Universität und in diesem akademischen Feld zu platzieren. All diese Sachen, die ich zeige, sind auch online zu finden. Es gibt zum Beispiel Charaktere wie den Herrn Karl-Heinz Hüther, der ist auch im Buch mit einem Interview vertreten. Also was wir hier gezeigt haben, waren auch eine Reihe von Interviews mit ehemaligen Teilnehmern. Und wir haben versucht, uns also durch diese Gespräche auch diesem besonderen Atmosphäre während der Konferenz zu nähern. Zum Beispiel Karl-Heinz Hüther war ein Wissenschaftler an der Universität, der über Henri van de Velde studiert hat und sich ein Buchmanuskript angefertigt hat zur politischen Geschichte des Bauhauses in Weimar. Und das hat er 1968 an Gropius geschickt. Und das war eigentlich das erste Buch zum Bauhaus in Weimar und von diesem, also sehr gehaltvoll mit sehr vielen Dokumenten und sehr viel Wissen. Und Gropius war begeistert und so schrieb er ihm auch zurück, dass er diese Publikation großartig findet. Nur war es nicht durch die Zensur abgesegnet. Und dem Herrn Hüther sind dann also sehr viele Probleme entstanden, was also noch 1968 konnte er nicht offen zum Bauhaus recherchieren, weil ihm also noch vorgeworfen wurde, dass er sozusagen mit dem Staatsfeind sich korrespondiert, beziehungsweise dieses Bauhaus war eigentlich noch nicht etabliert. Also das sind ganz, ganz wichtige Zugänge, die wir eigentlich von denen wir gelernt haben, als wir uns eigentlich mit der Geschichte dieser Konferenz auseinandergesetzt haben. Ich würde Sie gern, also ich könnte Ihnen noch ein paar Bildseiten mal so zeigen, denn das Buch braucht vielleicht eine Weile, bis es dann hier im Verkauf zu finden ist oder hier vielleicht sogar in der Bibliothek. Es gibt also drei Teile im Buch. Das eine beschäftigt sich eher mit der Materialität, den Experimenten am Bauhaus beziehungsweise der Theorie zur Materialität am Bauhaus oder in einer 100-jährigen Perspektive. Andere Arbeiten, wie zum Beispiel hier, ist eine Reflexion über Materialien wie diese reflektierenden Kugeln, mit denen Georg Muche in seinen Fotografien gearbeitet hat, aber auch Marianne Brandt, die sich auch durch diese Reflexion sich selbst darstellt, beziehungsweise auch sozusagen an ihrer eigenen Figur als Künstlerin, als Frau in einem am Bauhaus positioniert. Diese Studien finden wir hier. Marianne Brandt ist interessant, weil also sie ist eine wahnsinnig spannende Künstlerin gewesen, Fotografin, aber wichtig war, dass sie es geschafft hat, in die Metallwerkstatt zu kommen. Walter Gropius hatte sie eigentlich für die Textilwerkstatt ausgesucht. Da sollten eigentlich immer alle Frauen hin zu den Textilien, zur Weberei. Und sie hat gesagt, nee, das will ich gar nicht. Und sie hat sich wirklich durchgesetzt, bis sie dann auch in Dessau eine Meisterin der Metallwerkstatt wurde und gelehrt hat. Also, spannend im Buch oder zu diesen Neuzugängen, die wir versucht haben, wirklich aus international auszurufen, ist eine Arbeit von Elisabeth Otto, die sich mit Queer Identities auseinandergesetzt hat. Das ist natürlich immer nur ein Beginn einer viel größeren Recherche und von vielen anderen, aber ihre Arbeit hier ist zu Max Pfeffer Vattenfuhl, ein Künstler und Architekt eigentlich, den Gropius sehr gern hatte und dem er sogar ein eigenes Atelier zur Verfügung gestellt hat. Und was so spannend ist, ist, dass dieser Student darum gebeten hat, nicht in so einer, also er wollte unbedingt bei den Webern dabei sein und oder Weberinnen und hat sich dort, hat also diesen Teppich entworfen und das gehört eigentlich noch zu Geschichten, die sie hier die Elisabeth Otto auspackt, aber von denen wir viel, viel mehr noch auspacken zur Geschichte des Bauhauses.
Ich werde auch mal über die Arbeit von Thomas Flierl hinweggehen zu Hannes Meyer. Auch Ines Sondes Arbeit, die ich hier noch mit dabei habe, die ist sehr spannend, denn sie arbeitet über den, hat einen Artikel geschrieben über Selman Selmanagic. Das war eigentlich der einzige soweit bekannte Muslime am Bauhaus, der dann nach Palästina ging und sogar im Büro vom Richard Kaufmann gearbeitet hat, bis es entdeckt wurde, dass er gar nicht zu den jüdischen Emigranten gehörte und er dann sogar für den Mufti von Jerusalem wohl arbeitete und jedenfalls ein ganz besonderes eigenes Verhältnis zu den Arabern im Land aufgebaut hat. Ich möchte Ihnen ganz kurz jetzt einen zwei Häuser oder eine Gruppe von, eigentlich sind es vier Häuser, zeigen, die sich die sich an zwei Seiten einer Grenze finden lassen. Und zwar dieses Gebäude, Sie sehen, also das eine Gebäude, das haben Sie kennengelernt schon, in Dessau steht das mit dieser berühmten Schrift zum Bauhaus. Und hier eine Schrift, die erst im September letzten Jahres, 2019, an ein Gebäude angebracht wurde, das in den Golanhöhen steht. Also wir befinden uns, wenn wir auf die Karte gucken, ich habe die Karte genommen, in der die beiden Diplomaten, Mark Sykes und François Picot, sich mit dem Ende des Ersten Weltkrieges entschieden haben, den Nahen Osten zu teilen. Und es gab also verschiedene Grenzziehungen, aber hauptsächlich war es zwischen den beiden entschieden, A ist der französische Bereich und B ist das britische, das dann auch das britische Mandatsgebiet Palästina einschloss. Wenn wir uns jetzt in dieses kleine Feld hineinzoomen, dann kommen wir auf die Seite vom linken Gebäude. Das ist ein französisches Zollhaus auf der französischen Seite. Auf der rechten Seite, das ist kein Zollhaus, das ist jetzt nicht das Pendant, gehört aber zur anderen Seite, zur britischen Mandatsgebietsseite. Das ist das Haus, das jetzt Max-Liebling-Haus heißt in Tel Aviv und das zu einem Dokumentationszentrum umgebaut wurde für die weiße Stadt Tel Aviv. Also beide Gebäude sind weiß. Das linke Gebäude, ich werde Ihnen gleich etwas zur Geschichte erzählen, steht also auf der französischen Seite und das andere Gebäude in Tel Aviv und ich werde Ihnen auch dazu noch etwas erzählen. Im Ausgang würde ich Ihnen gerne noch ein anderes Gebäudepaar vorstellen, das ich also auch in einem Aufsatz hier beschrieben habe. Hier haben wir ein Haus, das in Beirut steht. Beide Gebäude sind von einem Architekten, Antoine Tabet, gebaut worden. Das eine steht in Beirut und das andere in Haifa. Das eine ist das Hotel Saint-Georges in Beirut und das andere ist ein Gebäude für die Ölarbeiter vom Ratraïs, einem Investor, einem libanesischen Investor, der in Haifa gebaut hat. Um diese beiden Geschichten von diesen zwei Paaren zusammenzubringen, habe ich ziemlich düster meinen Aufsatz begonnen mit einer Locust-Plage, die 1915 die Berge in den Golan in Syrien bis nach Jerusalem hin geplagt haben, soweit, dass Vegetation komplett abgefressen wurde, dass es zu einer unglaublichen Hungersnot führte. Im gleichen Jahr, kurz danach, trieb die schwarze, die spanische Grippe sich um den Globus. Mehrere Millionen, wohl 50 Millionen Menschen soll dieser Grippe zum Opfer gefallen sein. Also eine unglaubliche Zahl. Und wenn wir uns so vorstellen, dass das eigentlich mit den Zahlen der Kriegsopfer des Ersten Weltkriegs zusammenfällt, ist es erstaunlich, dass die spanische Grippe gar nicht so dominant recherchiert oder bekannt ist. Aber das befindet sich in diesem Fall alles an diesem Ort.
denn 2004 ungefähr wurde der Sarg von Mark Sykes in England ausgegraben. Mark Sykes, der britische Diplomat, der diese Grenze gezogen hat mit seinem französischen Kollegen, ist in Versailles 1919 an der spanischen Grippe gestorben. Und 2004 meinte man, oder das war wohl einer der einzigen, von dem man wusste, dass er in so einem Bleisarg begraben wurde, also wurde von Paris nach England überführt. Und damit hatte man lebende Viren und hat sich und man hat diese Viren untersucht. Für mich stecken da sehr viele Symbole in dieser Überschneidung. Wenn wir uns in diesem Moment, dieses Quadrat an den Jordan bewegen. Hier finde ich eine alte Zeichnung, die 1918 erstellt wurde von einem australischen Soldaten in einem Regiment, die mit den Briten gekämpft haben. Und die haben gerade gewonnen, oder beziehungsweise wahrscheinlich am Berg hinab sieht man die Truppen der Deutschen, die mit den türkischen Truppen gekämpft haben. Und sie haben in den letzten Moment wahrscheinlich noch aus Ärgernis die Brücke zerstört. Und die Briten haben schon begonnen, diese Brücke wieder aufzubauen. Also wir befinden uns am Übergang über den Jordan hinauf in die, was heute die Golanhöhen sind in Israel. Dieser Moment, dieser historische Moment 1918, also wir sind im September 1918, den habe ich mir nochmal versucht vorzustellen. Es könnte ja sein, dass Soldaten, die dort an diesem Ort gekämpft haben, am Jordan, dass die sozusagen zurückgekommen sind. Wir haben sie natürlich nicht gefunden im Bauhaus und nicht in diesem Gebäude, aber die Zeit ist dieselbe. Also es passt, einige Sachen lassen sich vielleicht hier nochmal mit einer vielleicht größeren Vorstellungskraft zusammenlesen. Wenn ich Ihnen die Karte hier erklären kann, hier ist also dieser Jordan-Fluss, der sehr klein ist und ist also eine Straße führt hinüber und am Fuße des Berges, es beginnt ein Berg hinauf, steht ein Zollhaus der Briten, ein britisches Zollhaus und dann geht die Straße hier weiter hinauf den Berg und ganz oben auf dem Berg ist das französische Zollhaus, das, was wir bereits gesehen haben, ganz in weiß. Die beiden nochmal zusammengelesen. Diesen Ort konnte ich so nicht vollständig begehen, denn das ist besetztes Gebiet. Seit 1967, seit dem Sechstagekrieg, ist es von Israel besetztes Land, aber es ist der Jordan ist eigentlich die internationale Linie, sodass es tatsächlich also auch besetztes Land international als solches bekannt ist. Aber man kann diesen Landzug nicht ohne weiteres begehen. Wir haben also hier diese Straßen, die hinüberführen und ich fliege mit einer Drohne über das Gebiet, denn das Territorium ist völlig mit Landminen übersät und es ist sehr gefährlich, sich diesen Gebäuden zu nähern. Wir sehen eigentlich eine mittelalterliche Struktur, die Briten hier gar nicht weiter umgebaut haben. Sie haben nur ein neues Gebäude errichtet, aber sie haben es in dem Stil errichtet, der bereits dort war. Es ist wahrscheinlich ein arabischer Khan. Sie haben sich da nicht, haben keine Moderne sozusagen an diesen Ort gebracht. Man fährt also an diesen Warnschildern entlang nach oben, den Berg, und man kommt an dieses Haus, also das 2015 noch so aussah, ein völlig zerstörtes ehemaliges Zollhaus. Vor dem Haus fahren immer wieder Militärfahrzeuge auf und ab. Und der jetzige Besitzer dieses Hauses, der also dieses Territorium, dieses
das Gebäude Ensemble gekauft hat, hat sich zur Aufgabe gemacht, 2015 ungefähr, dort ein Bauhaus-Boutique-Hotel zu errichten. Und das sind sozusagen die Bilder, die wir noch vom Zustand haben, bevor das Gebäude komplett renoviert wurde. Das ging leider unglaublich schnell. Der Herr wollte einfach loslegen und hatte vielleicht auch Bedenken, dass dort vielleicht zu viele Forscher noch länger recherchieren. Und leider wurde sehr viel schon überputzt und überbaut. Interessant ist aber trotzdem, wie er versucht, durch Hotel, also in so einer Hotelbroschüre hat er 2018 schon dieses Bauhaus-Hotel angepriesen und meinte tatsächlich, dass das auch ein Bauhaus-Gebäude ist, was auch, deshalb hat er mich auch eingeladen, dieses Haus zu analysieren und unter anderem fragte mich auch, ob denn dieses Licht, ob man das auch noch in sein Gebäude bringen kann. Ich habe dazu nie eine Äußerung vermeldet und trotzdem hat er das aber in seinem Haus dort angebracht. Für mich war es wichtig, dieses Haus eben nicht als Bauhaus zu etablieren. Das Haus, wir haben leider keine Pläne davon, wir wissen auch nicht, wer der Architekt ist. Vom Bau selbst würde ich es eher so auf die späten 20er schätzen, also auf keinen Fall auf 1919. Auch die ganze Zoll-Business, also dort an dieser Grenzanlage, das musste auch erstmal über die 20er gebaut werden. Also ich würde es eher auf die späten 20er schätzen, aber wir haben dazu noch keine Architekten gefunden. Und für mich war es wichtig, es eben im Bezug zu dieser Sykes-Picot-Linie zu lesen, also in Bezug auf eine Kolonialgeschichte, zurück zu den Franzosen und weniger auf eine Bauhausgeschichte, die in Israel immer sehr stark auf Deutschland bezogen wird. Schwierig ist es dann bereits im September, also er hatte diese Bauhaus-Logo das bereits angebracht und sofort kam auch schon eine Veranstaltung, die also der Bauherr mit dem israelischen Militär dort veranstaltete. Und das zeigt eigentlich, dass dieses Bauhaus gar nicht mehr so naiv und vielleicht unpolitisch daherkommt, sondern dass es tatsächlich eine Bedeutung hat, die politisch weitergelesen wird. Also ich habe damit ein Problem und werde daran weiterarbeiten. Ich möchte es Ihnen nur als eine der Fallstudien von der französischen Seite zeigen. Das Haus in Tel Aviv ist faszinierend für uns gewesen. Wir sind also jetzt rede ich von unserem Center for Documentary Architecture. Wir sind eine Gruppe von Architekten, Historikerinnen, auch Programmiererinnen und Filmemacherinnen. Und wir haben seit 2015 ungefähr erst im Umfeld der Universität uns mit diesem Haus beschäftigt, auch mit den Emigre-Geschichten zu Bauhäuslern, aber auch zu deutsch-jüdischen Architekten und Architektinnen, die 1933 Deutschland verlassen mussten. Und wir versuchen eigentlich weltweit durch Filmstudien und Archivstudien Geschichten von zu recherchieren. Und in diesem Fall konnten wir ein Haus mit betreuen, das in Tel Aviv, also in dieses Dokumentationszentrum umgebaut wurde. Und wir waren eigentlich, es gab dort Kuratoren und ein Direktorium und die eigentlich diese Rekonstruktion oder die denkmalpflegerische Arbeit am Haus durchgeführt haben. Wir hatten die Chance, also mit zu recherchieren bzw. zu dokumentieren, wie denn Denkmalpfleger über dieses Haus sprechen und welche Funde sie haben. Also wir hatten zum Beispiel einen schönen Fund hatten wir in einem Privatarchiv zu einem ehemaligen Hausbewohner, der noch als Kind auf einem Bräuertisch sich festhält. Also man hatte tatsächlich ein Interesse am Bauhaus in der Familie.
was fasziniert an einem Bild wie hier, das ist also ein Teil einer Balkonbemalung, die, an der sehr viel Farbe schon abblättert und man wirklich das Weiße an der weißen Stadt Tel Aviv in Frage stellen muss. Und wir beginnen also mit einem Denkmalpfleger, das haben wir also auch gefilmt, aber auch dann recherchiert und weiter mit ihm besprochen. Er nimmt eine Farbschicht nach der anderen ab und man merkt, dass dieses Haus sehr farbenfroh war. Also ist so, und das Grellste war natürlich ein Grün, aber ansonsten sind es Ockertöne, manchmal ein bisschen Pinktöne, Gelbtöne. Jedenfalls das Weiß, das man sich von dieser Stadt vorstellt, das gab es in dem Sinne nicht. Also wir haben sehr viele Gesten von Denkmalpflegern hier eingefangen, die diese Farbschichten mit uns recherchieren. Wir gehen also wieder in diese mikroskopische Tiefe zu den Materialien, in denen wir tatsächlich schauen können, fast mit jeder Farbschicht gibt es natürlich auch neue Bewohner oder neue Zugänge zur Architektur. Will man das Haus weiß haben? Und eine andere Arbeit, die wir gemacht haben, war diese Recherche in einen Teppich zu übertragen. Also wir haben zwei Teppiche angefertigt, von denen ein Teppich in Weimar verblieb und der andere in Tel Aviv, um sozusagen die Farbe zu konservieren. Und es gab also eine Zusammenarbeit mit einer Weberin, mit der Farbexpertin und natürlich den Versuch, das also in einen Teppichentwurf zu übertragen. Das sind wir so in der auf der Weimarer Seite, und in Tel Aviv haben wir das auf den Boden gelegt, und Sie sehen, wie sehr das eigentlich auch diesem Farbkonzept der Fliesen dort entspricht. Die Ausstellung in Tel Aviv war etwas kleiner, aber denn es gehörte eigentlich, es ist ein Wohngebäude, und es gab andere Ausstellungsräume im Haus, und man wollte eigentlich etwas eher Intimeres auch finden. In Weimar sah die Ausstellung etwas größer aus, da hatten wir etwas mehr Platz und konnten dort auch ein bisschen tiefer noch eingehen in die Materie. Was Sie an der Seite sehen, ist, dass wir sogar ein Modell gebaut haben von diesem Haus in Tel Aviv, denn eigentlich, das war das Argument, eigentlich konnten wir die ganze Welt für einen Moment mal in dieses Haus übertragen. Also wir erzählen Architekturgeschichten durch individuelle Häuser, an denen man sozusagen die Geschichte auspacken kann und immer wieder entweder durch die Bewohner, durch die Architekten, durch die Materialien Geschichten erkunden kann. All das ist eigentlich, und das führte dann auch zu einer sehr kompliziert angelegten Webseite, die ich Ihnen nur empfehlen kann, da mal drauf zu schauen. Ich möchte das nicht riskieren, jetzt auf eine Webseite überzugehen. Das funktioniert meistens nicht aus so einer Präsentation. Aber schauen Sie mal nach. Wir sind immer wieder daran, sie neu zu bestücken mit neuen Forschungsmaterialien. Und das ist eigentlich auch unser Archiv. In dem Sinne haben wir keinen physisches Archiv der Dinge, außer natürlich Farbproben und einige Dokumente, aber wir versuchen eigentlich alles in dieses digitale Archiv zu übergeben und versuchen dieses Archiv auch als eine Architektur anzulegen, also über einen Raum und nicht vielleicht wie sonst eine Webseite oder eine Online-Database, die vielleicht eher zweidimensional angelegt ist, versuchen wir das durch ein Erlebnis im Haus zu recherchieren. Das war uns wichtig, weil wir auch gemeinsam mit den Denkmalpflegern im Haus festgestellt haben, dass eigenartige Bauprodukte im Haus verbaut waren. Das Haus ist 1936 von Dov Kami gebaut worden, der in Gent studiert hat. Und 1936 finden wir recht viele Objekte, die in Deutschland fabriziert wurden. Wie zum Beispiel die Fliesen am Haus, die Seifenschalen an Fliesen, Türgriffe, Putzgitter. Alle zeigen ein Label von einer deutschen Firma.
was uns sehr verwundert hat, denn 1936 hat man weltweit Produkte aus Deutschland, aus Hitler-Deutschland boykottiert. Und das einzige Land, das deutsche Bauprodukte einführte, war British Mandate Palestine. Und das hier beginnt eigentlich eine kontroverse Geschichte, die in Israel heute auch relativ wenig besprochen wird. Also um Juden zu erlauben, aus Deutschland überhaupt auszuwandern, ab 1933. Also wir sind 1933, ist der Machtantritt von Hitler und in dem Moment, man ist noch nicht direkt bei der Judenverfolgung. Also es gab immer noch ein bürokratisches Problem, wie kann man die Auswanderung ermöglichen? Wie kann man überhaupt diese bürokratischen Umwege zwischen Deutschland, aber auch den Visabehörden, die teilweise in Großbritannien und in Palästina saßen, wie kann man sozusagen an diesem komplexen Dreieck agieren? Denn Deutschland hat versucht zu verhindern, dass also Devisen ausgeführt wurden und hat eine unglaublich hohe Fluchtsteuer erhoben, die es sehr, sehr schwierig machte, überhaupt die Finanzen aufzutreiben, um eine Auswanderung zu ermöglichen. Zum anderen wollten die Ankunftsländer Zertifikate und Nachweise, dass die Einwanderer sehr viel Geld haben. Also zum einen musste man zeigen, man hat wenig Geld, zum anderen man hat sehr viel Geld. Und da standen die Banken dazwischen, zwei Banken, die sozusagen in so einer Art Treuhandverfahren einen Warentransfer erlaubt haben, der also nach Deutschland Devisen einführte, die es wiederum, so war es angelegt als Argument, die der deutschen Industrie helfen sollte, Devisen reinzuholen. Und zum anderen konnten ungefähr 50.000 Juden über dieses Prozedere auswandern. Und das steckt sozusagen, das ist eine ganz komplizierte Geschichte, die wir versuchen immer noch nachzuweisen. Und das nur ganz konkret mit so einem Blick auf eine Fliese oder auf eine Türklinke, die wir versuchen jetzt in Quittungen, in Bankenarchiven oder in Privatarchiven nachzuweisen. Ein Experiment haben wir gemacht, das vielleicht noch komplizierter ist, denn eine Türklinke hat vielleicht diesen kleinen Label, eine W-Hack-Klinke oder man kann das sozusagen auf die Firma zurückführen. Aber es gibt auch Kompositstoffe, wie zum Beispiel Terrazzo-Böden, die aus verschiedenen Materialien bestehen. Und da haben wir Labore und die neuesten Mikroskope verwenden müssen, um zum Beispiel so eine Terrazzo-Probe aus dem Max-Liebling-Haus zu testen. Und wir wollten wissen, wo denn der Zement herkam. Denn ein Denkmalpfleger sagte, das muss weißer Zement sein, der ist so schön gelb, dieser Boden. Es muss ein weißer Zement sozusagen als Verbindung hier vorliegen. Und das konnten wir dann in einer chemischen Analyse nachweisen, dass es tatsächlich weißer Zement war. Und dieser weiße Zement, der wurde erst 1935 in Deutschland entwickelt. Also man kann recht nah sagen, dass es aus Deutschland eingeführtes Material war. Man muss sich das vorstellen, also dass Zementsäcke von Deutschland nach Palästina ausgeführt wurden. Weil sich die beiden Karten, also man plötzlich dieses Mikroskopische und das Makroskopische so überliefen, kommen natürlich auch die zwei Geschichten, diese Zollhausgeschichte mit den Materialgeschichten zusammen. Denn das britische und das französische Haus, die waren ja dazu da, um den Materialtransfer der Region zu unterbrechen. Und insofern
schließen sich auch hier einige Kreise zwischen dieser Geschichte vom Bauhaus in den Golanhöhen und dieser Geschichte zu diesem Handelsabkommen zwischen Deutschland und Palästina, dem sogenannten Havara-Abkommen. Das sind nochmal von uns, also wir hatten das, weil das eine sehr komplizierte Geschichte zu erzählen ist, haben wir das über so eine Art Arbeitstisch auch vorgestellt in der Ausstellung, in denen man sich immer wieder über so einen QR-Code mit der Database verbinden kann. Also ich kann das nur empfehlen, diese Plattform, sie versucht mit Bauhäuslern zu beginnen. Man kommt aber automatisch auf andere. Wir versuchen aber auch nicht also die geografischen Grenzen dieser Bauhausgeschichte zu überschreiten und zum Beispiel nicht zwischen Israel und Libanon historisch zu unterscheiden, sondern das ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe. Und deswegen sollte für uns diese Karte erstmal eher durch geografische Koordinaten bestimmt sein und nicht durch Orte wie also die mit durch Ortsnamen. Deswegen sind das also hier oben die geografischen Koordinaten in den jeweiligen Signaturen zu einem Haus. Wir sind eine Reihe von Drohnen auch geflogen, um die Stadt in ihrer Bewegung, also Tel Aviv, in ihrer Veränderung der letzten Jahre festzuhalten. Wir möchten aber auch diese Methoden auf andere Objekte übertragen und weiter recherchieren. Ich hätte jetzt ganz, ganz kurz, ich werde jetzt den Film auch dazu nicht zeigen, der ist auch online dabei, aber vielleicht als Ausblick, das war mir wichtig, dass wir dann natürlich auch so ein Häuserpaar, die vielleicht auch unter dem Label Bauhaus Moderne gefasst werden können, dass man dann zwischen einem Gebäude, das in Israel steht, in Haifa, vermitteln kann zu einem Haus, das in Beirut steht. Ich habe dazu also eine Recherche gemacht, konnte meinen deutschen Pass nutzen, um kurz in Haifa zu sein und ein paar Tage später in Beirut. Man sieht also die Züge eines Architekten. Hier ist mein Protagonist, ein Denkmalpfleger der Stadt Haifa und auf der anderen Seite in Beirut der Sohn des Architekten, der uns also in Beirut durch diese an einige Gebäude zum Werk seines Vaters führt. Und man sieht eigentlich hier also sowohl den Einfluss von Perret, also einen sehr französischen Stil, den man dann, je mehr man sich dort vertieft, umso mehr merkt man auch, dass man sich tatsächlich, dass diese Moderne natürlich auch von den Kolonialregimen geprägt wurde und man sich darüber diese Geografie der Moderne nochmal vielleicht veranschaulichen sollte und nicht nur allein auf diesen Begriff oder die Idee, dass das Bauhaus aus Weimar kommt oder aus Deutschland, sondern dass es sich verbindet mit anderen Modernen und dass die genauso spannend sind und noch sehr viel mehr Recherche brauchen. Damit möchte ich jetzt enden. Dankeschön. Danke.